euch heute mal den Käfer vorstellen. Und zwar, das ist in dem Sinne eine Tragehilfe, also sie besteht aus einem Rückenteil. An dem Rückenteil sind Träger, so wie bei der Fremdkornranne, schön breit zum Auffächern, in der Tragetuch, also aus dem Tragetuchstoff alles. Dann habe ich hier zwei Schlaufen im unteren Bereich und ich habe noch eine Kopfstütze drin. Und eine Nackenverkleinerung für die ganz Kleinen. Weil, wenn ich ein ganz kleines Baby damit trage, das wollte ich euch jetzt nämlich mal zeigen, denn nehme ich dieses kleine Baby im Grunde von meinem Bauch, nehme das Rückenteil bis zum Höhe der Ohren, ja, kann die Träger einmal flippen, also dass die Außenkante im Grunde, also die Innenkante außen liegt. Das nennt man Flippen, das kommt so ein bisschen vom Känguru, beim Tragetuch. Das Tragetuch hier unten packe ich so ein bisschen, raffe das zusammen, dass es in den Beinen ist und kann mir das erstmal hier so zwischenstecken. Ja. Jetzt nehme ich hinten und ziehe fest den Träger. Komm nach vorne. Und wo sind wir? Schön noch mitbewegen. Auch und kann jetzt unter die Beine gehen, andere Seite auch und macht so. Wichtig ist noch, dass ihr das Rückenteil hier unten, da kann man schön an den Schlauch ziehen, auch nochmal schön straff nach außen rauszieht. Dann mache ich immer den zweiten Knoten und natürlich gucken hier oben. Also da kann ich auch. Erster Trick ist immer, Kopfstütze zu nehmen, einzurollen und nach innen zu packen. Und ansonsten habe ich hier so ein Bändchen halt durch. Das kann ich auch noch ganz leicht anziehen und dann ist es auch schön fest. Das war es eigentlich schon.